Die Voynüs Umzug in die Türkei schien bereits fast abgeschlossen zu sein, aber plötzlich ändert sich alles. Was steckt dahinter? Silvia Voyny hat jahrelang von ihrer Auswanderung in die Türkei geträumt. Schon bevor die Familie Anfang 2023 ein Haus kaufte, zog es sie regelmäßig für Familienurlaube in das sonnige Land. In der letzten Staffel von Die Voynüs, eine schrecklich große Familie, besichtigten Silvia und Harald sogar eine Kita in der Türkei für Kalantes Tochter Kataleya. Doch nun scheint sich die Familie zu entscheiden, zurück nach Deutschland zu gehen. Sarafina Voyny verriet auf Instagram, dass ihre Zwillinge ab August in Deutschland in den Kindergarten gehen werden. Aber warum der plötzliche Sinneswandel? Zwar betonte Sarafina in der Vergangenheit, dass es Emory und Casey in der Türkei besser gehe, doch jetzt zieht es die Familie wohl wieder näher zusammen. Sarah Jane hatte bereits früher betont, dass es für sie nicht einfach sei, fast alleine im großen Haus zu sein. Auch Kalanta ist nicht begeistert von Silvias Fokus auf die Türkei. Es bleibt abzuwarten, ob alle Voynüs wieder nach Deutschland zurückkehren oder ob Sarafina und Peter alleine handeln. Bleibt dran, um zu erfahren, wie sich die Geschichte der Voynüs weiterentwickelt.